Der erste Block beschäftigt sich jetzt aber erstmal mit EMS auf Top-Level, EMS im Leistungssport. Und wir haben gleich einen Hochkaräter als Referent. Dr. Heinz Kleinöder ist bei uns. Er ist einer der führenden Forscher im Bereich EMS in Deutschland, lehrt seit fast 30 Jahren jetzt hier an der Sporthochschule in Köln. Da ist es die Abteilung Kraftdiagnostik und Krafttrainingsmethoden, die Sie im Auge haben. Sein Blick richtet sich auch natürlich auf EMS und Vibration, forscht, wie sich das in Bezug auf Gesundheit und Leistung auswirken kann. Viele wissenschaftliche Publikationen zu EMS hat er verfasst, ist auch Mitglied im Fachkreis EMS, wie eigentlich fast alle Referenten, die heute hier sprechen werden. Wir kriegen jetzt einen aktuellen Blick auf die Studienlage zu EMS. Was sagt die Forschung zur Integration von EMS, vor allem mit Blick auf den Leistungssport? Welche Funktion oder welche Effekte hat EMS auf verbesserte Sprungkraft, Abschlussgeschwindigkeit und was ist noch dabei? Antrittsschnelligkeit, ne? Richtig. Und alles Weitere jetzt von Dr. Heinz Kleinöder. Ganz herzlichen Dank. Ja, meine Damen und Herren, ich freue mich, dass ich hier vortragen darf. Ich habe, wie Sie sehen, einige Ergebnisse vorbereitet auf Top-Level. Das heißt, es geht jetzt um den Leistungs- und Hochleistungssport. Zwei aktuelle abgeschlossene Studien kann ich Ihnen präsentieren. Das sehen Sie in den Punkten nach der Einleitung. Studien aus dem Leistungssport, EMS Ski Nordisch und EMS Werfer aus Leverkusen. Das sind ganz aktuelle Studien. Und ich will dann in der Diskussion und im Fazit Ihnen präsentieren, was wir gelernt haben aus den ganzen Studien, die wir verfasst haben. Sind natürlich, ich weiß nicht, mittlerweile 15 Jahre, die etwa mit EMS was zu tun haben. Und in der Einleitung möchte ich grundsätzlich noch mal sagen, was die Forschung so hergibt und auf einige bekannte Dinge eingehen, um praktisch dann zu den aktuellen Studien überzuleiten. Worum es bei EMS geht, sehen Sie noch mal hier. Es ist trotzdem aus meiner Sicht noch mal wichtig, dass wir damit eine Kontraktion auslösen können, meistens aber zusätzlich zu einer willkürlichen Muskelkontraktion. Und die kann natürlich ganz unterschiedlich gestaltet werden, zum Beispiel mit ganz unterschiedlichen Trainingsmitteln. Und wir müssen uns dann überlegen, was macht das Trainingsmittel, was macht die mechanische Belastung, was macht die Dosis von EMS, um dann festzustellen, was ist jetzt insbesondere für den Hochleistungssport wichtig. Und eins kann man natürlich sagen, finde ich durchaus bemerkenswert, dass man sich überlegen muss, wie hoch sollte der Strom denn appliziert werden. Sie wissen, die Schmerzgrenze ist letztendlich das Limit, die ist sehr individuell unterschiedlich. Und der Nachteil ist natürlich, man hat da weniger Bewegungskoordination und die Sicherheitsaspekte, wenn man alles etwas vollkommen maximal ausbelastet, sind sicherlich auch nicht im Vordergrund, wenn man das tut. Trotzdem gibt es auch da relativ wenige Probleme, es sei denn, es kommen mehrere Dinge zusammen. Aber das soll nicht das Thema sein. Sicherheit kommt ja noch später. Wir arbeiten meistens mit submaximalen Stromstärken um die 70%, häufig auch im Leistungssport, um über den ganzen Range of Motion gehen zu können, in der Bewegung, also mit Dynamik. Das ist vielleicht ein bisschen anders, als das im Studio oder in manchen Studios gemacht wird. Submaximale Ganzkörper, EMS hat natürlich dann Übung mit dem eigenen Körpergewicht, wo es so etliche Untersuchungen dazu gibt. Sportartspezifisches Training ist damit verbunden, werden Sie einige Dinge gleich sehen in den Studien. Krafttraining mit verschiedenen Zusatzlasten. Ich habe das mal reingebracht, um so ein bisschen Klarheit darüber zu schaffen, was macht der mechanische Reiz, wenn der hoch ist und dann kommt noch EMS hinzu. Ist das eine glückliche Kombination? Werden Sie gleich sehen, ob es das ist oder nicht. Und im Ausdauertraining gibt es das natürlich auch. Da gibt es Publikationen von anderen Wissenschaften an der Sporthochschule. Wenn wir uns das Ganze nochmal mit ein paar Bildern anschauen, sieht man hier das statische, einfache Training und unten sehen Sie einige Sachen, einige kombinierte Übungsformen, also hier beispielsweise mit dem eigenen Körpergewicht, hier mit dem Slingtrainer oder mit dem Medizinball. Da gibt es eine ganze Menge verschiedener Dinge, die Sie im weiteren Verlauf auch noch direkt auf Studien bezogen kennenlernen werden. Dankbar bin ich, dass es eine sehr, sehr schöne Untersuchung gibt von Herrn Filipowitsch. Dr. Filipowitsch sitzt auch hier im Raume. Der hat
vor einiger Zeit, schon ein bisschen her, mal alles untersucht, was es zur Kraft und EMS an Auswirkungen gibt. Und da kann man zumindest eins festhalten, es gibt sehr, sehr viele Studien zur EMS, eine sehr gut untersuchte Methode, ohne dass da jetzt große Sicherheitsbedenken sind, sondern man kann im Gegenteil sagen, vieles ist ganz verschiedenartig untersucht worden und es gibt wenig Gründe, dass es irgendwelche Annahmen zu Risiken dazu gibt, selbst in den leistungssportlichen Anwendungen. Sie sehen also ganz verschiedene Arten, isometrisch verabreicht, also lokal, Ganzkörper in verschiedenen Konstellationen, isometrisch, dynamisch, hier sehen Sie auch isokinetisch und die Diagnostiken sind natürlich auch unterschiedlich, isometrisch, man guckt sich dann die Maximalkraft an, man guckt sich die Schnellkraft an, man guckt sich Impulse an, das Ganze dynamisch und wie gesagt, Parameter, auf die wir heute so ein bisschen zu sprechen kommen wollen, Sprungkraft, Sprintfähigkeiten, Proprezeption, Geschwindigkeiten und hier noch die verschiedenen Sprungkraftdiagnostiken, die üblich sind. Ja, gucken wir uns vielleicht diesen Überblick an, was da rausgekommen ist. Und ich verspreche Ihnen, danach will ich den Vortrag nicht beenden, sondern das soll nur die Einleitung sein. In der Einleitung sehen wir halt hier die verschiedenen Studien abgebildet. Wenn es Sie interessiert, die sind dann im Anhang abgebildet, was dahinter steckt. Sie sehen also sehr, sehr schöne Ergebnisse, was den Bereich Maximalkraft und Hypertrophie betrifft, bei den untrainierten Probanden um die 23%. Bei den trainierten Athleten sogar höher. Das hat natürlich was damit zu tun, dass sie eine bessere Körperwahrnehmung haben, besser mit dem Strom umgehen können. Sie sehen viele Studien aus dem Leistungssport, ob es jetzt Schwimmer sind oder Gewichtheber sind. Sie sehen gemischtes Training auch abgebildet. Wir können ein Fazit ziehen, signifikante Effekte in Bezug auf Maximalkraft und Muskelhypertrophie sind wissenschaftlich durch viele Studien belegt. Ja. Wenn wir auf Schnellkraft-Ausdauer gehen, ist etwas dünner. Schnellkraft ist ja nicht so ganz einfach zu messen. Schnellkraft wäre letztendlich die Fähigkeit, Schnellkraft zu entfalten. Das wird mit der differenziellen Kraftdiagnostik festgehalten. Das heißt, wenn man sich das hier nochmal anschaut, hier hätten Sie so die Schnellkraft an dieser Kraftzeitkurve, wäre praktisch der Anstieg zur Maximalkraft. Also wie schnell schaffe ich es, meinen maximalen Kraftwert zu erreichen? Wo ist der höchste Kraftanstieg? Das wäre Schnellkraft. Wir haben selber eine schöne Studie dazu durchgeführt, hatten deutliche Verbesserungen durch EMS, gerade bei der Beinbeugemuskulatur. Die ist natürlich interessant für viele Sportarten, Fußball denke ich beispielsweise, aber auch Sprint. Wir finden Kombinationen mit signifikanten Ergebnissen, wo man also hingeht und beispielsweise ein klassisches Krafttraining, hier Hypertrophie ausgerichtet, mit dem EMS verbindet. Auch dort, wie gesagt, positive Ergebnisse, signifikante Ergebnisse, dass wir sagen können, die finden wir also auch für die Schnellkraft und die Leistung. Auch da alles im grünen Bereich. Ich möchte noch dazu sagen, das sind schon Studien, die in PubMed veröffentlicht sind, also in wissenschaftlichen Zeitschriften, die auch kontrolliert sind. Sie sehen also, jede einzelne Wiederholung wird da ein Biofeedback durchgeführt, dass man weiß, wie die einzelne Wiederholung aussieht. Gucken wir in den Bereich der Kraftausdauer. Das ist eine sehr breite Fähigkeit. Sind die Anpassungen ebenfalls sehr hoch. Sie sehen hier 30-40%. Das ist extrem. Wie gesagt, auch da kann man zu dem Schluss kommen, signifikante Ergebnisse auch für den Bereich der Kraftausdauer. Und wenn wir Sprint und Sprung uns anschauen, das hat natürlich auch ein bisschen was mit Schnellkraft und Maximalkraft zu tun, dann sehen wir, dass ganz verschiedene Sportarten ihre Zeiten verbessern. Jetzt sehen wir hier 4,8%, dann sehen wir 2,3, da oben sehen wir 3,1. Das hört sich vielleicht nicht so viel an. Wenn es aber um Leistungssport geht, sind das natürlich richtig gute Werte. Da geht es meistens nur noch um 1-3%, die ein Athlet besser werden muss. Ja, und nochmal zum Andrej Filipovic, Schussgeschwindigkeit. Hat er über mehrere Wochen bei Fortuna Köln untersucht. Also einem Drittligisten und wir sehen, dass sich sowohl in der EMS-Gruppe als auch in der Trainingsgruppe Verbesserungen eingestellt haben. Signifikant waren die in der EMS-Gruppe, sodass man sagen kann, Schusskraft von ja, ungefähr, sage ich mal, 85 Stundenkilometer auf 100 im Mittel zu steigern, das ist schon ein Wort. Das ist schon sehr ordentlich. So, vielleicht noch ein Ausblick auf einige Anwendungsbeobachtungen, die wir gemacht haben, wovon Sie nichts hören. In der Regel, also zum Beispiel zur nordischen Kombination, da findet man Ergebnisse, die praktisch, wie soll man sagen, eher in Anwendungsbeobachtungen produziert werden. Man experimentiert, man legt sich praktisch den Gurt
im Trockentraining um die Oberschenkel und springt mit dem Impuls nach oben, um halt mehr Muskelfasern rekrutieren zu können. Das ist die Idee dort. Oder aus meiner Zeit mit Tackel Schorsch an der Trainerakademie, da gibt es auch Dinge, die normalerweise, wollen Sie nichts hören werden. Der trainiert Bauchrücken, weil das für die Rotner sehr wichtig ist. Und natürlich ganz, ganz wichtig, die Paddelbewegung, um praktisch den Schlitten zu beschleunigen, ist sehr wichtig. Und die kann man natürlich exzellent, diese kleine Muskulatur, trainieren mit Elektromyostimulation. Ich war dort am Schwerpunkt, wurde dort eingeladen. Solche Projekte produzieren aber keine wissenschaftlichen Ergebnisse im strengen Sinne, sondern die werden durchgeführt. Und dann heißt es aber, wir möchten das für uns behalten, aus klaren, verständlichen Gründen. Was man aber transparent machen kann, sind solche Studien, um die es jetzt im Weiteren gehen soll. Und zwar zwei aktuelle Projekte mit dem Bundesinstitut für Sportwissenschaften. Da geht es um EMS Ski Nordisch und Langlauf auf der einen Seite und die Werfer aus Leverkusen auf der anderen Seite. Und das funktioniert so, dass man, ich sag mal ganz ehrlich, relativ lange Zeit braucht, bis man an der Trainerakademie Leute findet, die mit Kaderathleten eine solche Untersuchung machen wollen. Das liegt daran, meistens hat man ja ein vorgegebenes Design, was man durchführen möchte. Und das passt vielleicht nicht so in die Periodisierung rein. Also gibt es jetzt neue Studien vom Bundesinstitut für Sportwissenschaft. Das heißt, wir werden aufgefordert von der Sporthochschule, uns mit den Athleten, mit den Trainern, mit den Verantwortlichen zusammenzusetzen. Und dann werden eben genau die Studiendesign geplant, der Einsatz geplant, in die Periodisierung integriert. Das heißt, solche Projekte laufen dann. Und wir haben zwei, die ich Ihnen jetzt vorstellen möchte, 2017 an Land gezogen und 2019, beziehungsweise Ende 18, jetzt Anfang 19 abgeschlossen. Deswegen kann ich Ihnen auch die Ergebnisse präsentieren. Fangen wir vielleicht an mit EMS Ski Nordisch. Da ging es darum, dass man bei den Nachwuchskaderathleten schaut, ob man EMS einführen kann, und zwar in verschiedenen Dingen. Einerseits zur Unterstützung sportartspezifischer Kräftigungsübungen und andererseits geht es darum um Präzision. Präzision zum Beispiel im stehenden Anschlag im Biathlon. Und natürlich müssen die auch laufen können mit ihrem Doppelstock-Schubeinsatz. Da wollte man dann schauen, ob es Sinn macht, praktisch EMS zu koppeln mit dem Doppelschubeinsatz. Ja, das war die Überlegung. Und das ein bisschen deutlicher wird, diese beiden Bilder, hier eine Messung, ein Bild zur Messung der Haltezeit. Also die Athleten hier im Anschlag müssen 10 Sekunden lang möglichst im Zielfeld bleiben. Die Abweichungen werden dann berechnet. Und hier geht es natürlich darum, eine große Strecke oder eine größere Strecke zurückzulegen. Natürlich auch mit technischer Beobachtung, also ob die Technik sauber bleibt unter EMS oder nicht. Es nahmen insgesamt 23 Kaderathleten teil. Die Trainingsgruppe Biathlon, wie gesagt, machte die Rumpfkraft und die Trainingsgruppe Langlauf machte Erhöhung der Laufleistung mit einem standardisierten Leistungstest. Biathlon natürlich auch noch den Test mit der Zielgenauigkeit. Die Belastungsnormative wurden gleich gewählt. Wir haben tatsächlich das klassische EMS-Design gewählt, was Sie kennen. In den meisten Studien, also 85 Hertz, 350 Mikrosekunden Impulsbreite, kommt gleich noch. Und also ein klassisches Design zurückgegriffen. Hier sehen Sie die verschiedenen Gruppen, wie sie aufgeteilt waren, also Trainingszeit pro Woche ungefähr, ja, sagen wir mal ungefähr 15 Stunden. Die Athleten waren um die 17, 18 Jahre alt und ja, Krafttrainingserfahrung in diesen Ausdauersportarten so um die 3 bis 4 Jahre. Insgesamt hat die Gruppe Biathlon 14 Wochen trainiert, 12 zusätzliche Trainingseinheiten dabei absolviert. Es gab halt eine Gruppe, die mit EMS trainiert hat und eine Gruppe, die ihr ganz normales Training weitergeführt hat, halt als Kontrollgruppe, also nicht eine Gruppe, die nichts getan hat, sondern die ganz normal weiter trainiert hat. Jede Trainingseinheit bestand aus 2 Sätzen mit 16 verschiedenen Stabilisationsübungen, zeige ich Ihnen gleich. Und im Langlauf ging es darum, dass man 13 zusätzliche Stabilisationseinheiten gemacht hat zur Kräftigung der Rumpfmuskulatur. Hier ist nochmal die Intensität für die EMS-Gruppe. Also ein relativ klassisches Design, was wir gewählt haben, Schnellkraftdesign.
im Ganzkörperangang. Die Doppelschubeinheiten sind relativ anstrengend, die kennzeichnen sozusagen das Profil beim Laufen, da geht es mal bergauf, da geht es mal bergab. In dem Falle haben sie die Steigung deutlich erhöht, wie Sie sehen, und wir haben die Impulszeit für den Doppelstockschub angepasst an die Technik, also 0,65 mit EMS Impulszeit und 0,5 Sekunden Impulspause. Um das ein bisschen deutlicher zu machen, sieht man hier die Stabilisationseinheit oder ein Bild daraus, praktisch Ganzkörper-EMS mit Stabi-Übungen kombiniert und hier nochmal das Training mit Elektrostimulation am OSP in Thüringen. Ja, diagnostische Verfahren wurden dort durchgeführt von Jens Filbrich zu Herrn Wolf selber. Die haben isometrische Kraftdiagnostik dort durchgeführt. Die Ergebnisse zeige ich Ihnen gleich. Die haben natürlich auch einen Doppelstockschubtest durchgeführt. Da ging es darum, eine möglichst lange Strecke zurückzuführen. Und die haben den Haltetest im stehenden Anschlag durchgeführt. Hier nochmal ganz kurz eine Abbildung dazu, bevor wir jetzt zu den Ergebnissen kommen. Und die können wir natürlich so ein bisschen abgleichen mit dem, was wir aus den Untersuchungen vorher gesehen haben. Und da kommt so etwas raus. Doppelstub-Leistungstest, sehen wir hier die Kontrollgruppe, die also ohne EMS gearbeitet hat, hier die EMS-Gruppe, plus 2,3%, plus 3,7%. Sie sehen natürlich auch große Standardabweichungen. Und wenn man das Ganze aufdröselt auf die Einzelathleten, dann wird das spannend. Gucken Sie sich die Einzelathleten an. Da sehen wir hier aus der EMS-Gruppe jemanden, der um fast 8% an Gesamtstrecke zugenommen hat. Wir sehen aber auch jemanden, der etwas abgenommen hat. Wir sehen einen mittleren Anstieg. Wir sehen in der Kontrollgruppe ein homogeneres Bild mit einem Ausreißer, wenn man so will. Also ganz wichtig, gerade was den Hochleistungssport betrifft, wo Leute sehr intensiv arbeiten, ist es zu schauen, wie hoch ist die Intensität, wie viel kann ich da einbringen, wie plane ich das am besten. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wir gucken uns mal weiter an, die Rumpfkraft in der Extension. Sehen Sie hier die Kraft in Newtonmeter. Wir sehen in der EMS-Gruppe 11% Verbesserung, in der Kontrollgruppe nur 4,9%. Da hat EMS hervorragend funktioniert. Und wir schauen sich bitte einen Athleten an, der da heraussticht. Wenn wir uns die Einzelergebnisse anschauen, der hat um 35% oder sogar noch ein bisschen mehr an Kraft zugenommen. Das ist natürlich enorm. Einer hat etwas abgenommen, andere sind hier irgendwo in dem Bereich zwischen 1% und 5%. Also insgesamt ganz interessante Ergebnisse, und was wir immer feststellen ist, dass es halt wirklich Responder gibt, die besonders auf diesen Reiz anpassen. In der Flexion interessanterweise hervorragende Ergebnisse, 16% bei der EMS-Gruppe dazu, 7,4% an Kraft dazu bei der Kontrollgruppe. Gucken Sie sich die Einzelergebnisse an, alle liegen über dem Strich, also alle haben sich sozusagen prozentual verbessert, teilweise über 20%. Ja? Wir können da nicht groß Statistik rechnen, es sind wenige Leute, aber ich finde es unheimlich spannend, mal Athleten aus dem Leistungssport hinsichtlich der Anpassungen genauer zu beobachten. Da ist der Mittelwert eigentlich gar nicht mal so entscheidend. Ja, gucken wir uns die Haltezeit an. Das Ergebnis ist dann wiederum spannend. Also, da sieht man, bei der EMS-Gruppe gleich geblieben, kann man sagen, bei der Kontrollgruppe deutlich verbessert. Und da sehen wir hier, aha, wir haben eine breite Streuung, insbesondere in der EMS-Gruppe. Also was die Präzision betrifft, hat dieser Kraftreiz nicht dazu geführt, dass wir Verbesserungen haben, sondern sind etwa gleich geblieben mit großen individuellen Schwankungen. Jetzt muss man überlegen, kann man vielleicht EMS anders einsetzen, muss man da etwas anderes machen. Fassen wir es mit weiteren Ergebnissen nochmal zusammen. Wir haben natürlich auch Laktat uns angeschaut, direkt nach dem Doppelstockschub-Leistungstest. Das blieb im Eingangs- und Ausgangstest unverändert. Die Kontrollgruppe zeigte vergleichbare Werte, also da tat sich nicht viel. Interessant war, die Doppelschubtechnik wurde beurteilt von Experten und da gab es für beide Gruppen eine höhere Bewertung und die EMS-Gruppe gab eindeutig an im Fragebogen, dass sie eine deutlich verbesserte Bewegungsvorstellung haben durch die zusätzliche Applikation von Elektrostimulation, was auch nachvollziehbar ist, was wir auch immer wieder, wenn es um Breitensportler geht, finden. Wir haben eine deutlich höhere Kraftsteigerung gesehen, sowohl für die Flexion als für die Extension. Ich habe ein paar Ergebnisse weggelassen. Es gab noch seitliche Flexion, Rotation, wo ebenfalls positive Anpassungen waren. Insgesamt kann man aber sagen,
Im Zielbild war die Kontrollgruppe dann besser, was natürlich was damit zu tun haben kann, dass erstmal die hinzugewonnene Kraft entsprechend in die Technik übertragen werden musste. Im Fazit kann man auf jeden Fall einen neuen Aspekt sehen für den Nachwuchsleistungssport, gerade was die Kraftparameter betrifft. Die Rumpfstabilität ist extrem wichtig. Die konnten da deutlich verbessert werden. Für eine komplexe Belastungssteuerung muss man vielleicht mal überlegen, ob wir immer das klassische Design wählen oder ob für einen anderen Athleten vielleicht ein anderes Design funktioniert, dass man da etwas breiter sich aufstellen kann und dementsprechend das Training individueller noch anpassen kann. Schauen wir uns jetzt vielleicht die Ergebnisse der Studie aus dem Leistungssport der EMS-Werfer an. Hier ist der Titel, der ist ziemlich lang, deswegen lese ich ihn am besten vor. Entwicklung und Etablierung von Ganzkörper-Elektro-Myostimulationsinterventionen für Bundeskaderathleten zur Steigerung muskulärer Leistung in leichtathletischen Wurfdisziplinen. Projekt über 2 Jahre, Speer, Diskus, Hammer zur Vorbereitung auf internationale Wettkämpfe. Und vielleicht zur Einleitung, in Leverkusen ist ein großes Zentrum für Leichtathletik, sehr gut ausgestattet und da werden halt spezifische Diagnostiken gemacht. Hier sehen Sie die für den Diskuswurf, erfolgt mit einer Kugel, ein Kugeldrehwurf, wo dann mit Radar gemessen wird, wie die Geschwindigkeit vorher nachher ist. Und dann gibt es die einarmige Beschleunigung des Schlittens, zum Beispiel für den Speerwurf. Das ist ein Schlitten. Sie sehen dann direkt, wie schnell die Geschwindigkeit, mit der Sie den Schlitten bewegen konnten, war. Ja, die Frage war natürlich jetzt auch, wie kann man EMS sinnvoll einsetzen, um sozusagen die Geschwindigkeit beim Abwurf zu steigern. Wir hatten 3 Kaderathleten von TSV Bayer Leverkusen, einerseits aus dem Speerwurf und einer aus dem Diskuswurf, die dieses Transferprojekt dann wahrgenommen haben. 6 Monate lang war Intervention. Und wir haben wieder mit dem klassischen EMS-Protokoll, was Sie hier sehen, 70% bipolar, 85 Hertz, 400 Mikrosekunden im Falle, gearbeitet. Und es wurden sportartspezifische Übungen mit simultaner GK-EMS durchgeführt. Daraus resultierte dann auch ein Übungskatalog für dieses Klientel. Das stelle ich Ihnen am Ende kurz vor. Und es wurden also in erster Linie sportartspezifische Übungen bei simultaner Ganzkörperstimulation durchgeführt. Die Diagnostik, wie gesagt, wurde in Leverkusen vorgenommen. Und hier sind Sie noch zusätzliche Informationen, die gemessen wurde, also mit dem Radarsensor wurde gemessen. Wichtig ist noch die Information, die Abwurfgeschwindigkeit wurde mit unterschiedlichen Zusatzlasten gemessen. Das heißt, ohne Zusatzlast plus 1,2 Kilo, plus 2,4, plus 4,0 Kilo. Und ebenso war es bei der Diskuswurf-spezifischen Diagnostik, die wurde mit der 1,0 und der 1,5 Kilo absolviert. So, was kriegen wir für Ergebnisse raus? Gucken wir uns Athletin 1 an, Diskus, C-Kader, und man sieht, sie hat im Kugelwurf, in dem Fall heißt es wirklich so, Wurf und nicht Stoß, im Kugelwurf, plus 1 Kilo ihre Geschwindigkeit von 17,1 Meter pro Sekunde auf 17,9 gesteigert, also plus 4,7%, ebenfalls etwas geringer mit 1,5 Kilogramm. Das ist natürlich ein sehr schönes Ergebnis. Jetzt könnte man natürlich sagen, okay, das ist C-Kader. Gucken wir uns mal an, was der Elite-Kader bzw. Olympiakader, also Olympia-Absolventin, geleistet haben. Auch das war sehr interessant. Und zwar sehen Sie hier die Ergebnisse der wurfspezifischen Diagnostik von Athletin 2 und hier dann abgetragen die verschiedenen Zusatzlasten. Plus 1,2 Kilo, plus 2,4, plus 4,0. Und da sehen Sie, 17,3, eine riesige Verbesserung über EMS. Das nimmt dann etwas ab. Immer noch sehr gut, finde ich, mit 9,8%, was Sie hier sehen. Dann, wenn es schwerer wird, deutlich schwerer, 2,0 am Ende geht sogar zurück. Hat natürlich was damit zu tun, dass EMS nicht auf den Masseaspekt ausgelegt ist. Ja, das kann man ganz klar sehen. Und das sehen wir auch bei der Olympia-Athletin, so Olympiakader. Da sehen wir 10% Verbesserung, das ist riesig. Und dann, wenn es schwerer wird, verlaufen sich die Verbesserungen, liegen um die 0%.
Auch dafür ist der Grund natürlich gegeben, wir haben kein masseorientiertes Training durchgeführt. Heißt, hier sehen Sie es nochmal, die größten Leistungsverbesserungen wurden halt ohne Zusatzlast bzw. mit leichten Zusatzlasten erzielt. Aufgrund des Verzichtes von höheren Zusatzlast haben wir natürlich einen Vorteil. Wir haben kürzere Regenerationszeiten. Wir gehen auf den Schnelligkeitssektor. Ja. Der Massesektor ist an sich relativ leicht zu trainieren. Die Geschwindigkeit von einer Bewegung zu steigern, ist ungleich schwerer. Wir können also ganz klar sagen, wir können eine Anwendungsempfehlung geben für den Bereich Leistungssport. Und ich zeige Ihnen noch eine Aufgabe, die damit verbunden war. Das BIST wollte auch, das Bundesinstitut für Sportwissenschaft, wollte auch die Übungen abgelegt haben. Dazu wurde ein Übungskatalog entwickelt. Der ist jetzt zugegebenermaßen schwer zu im Einzelnen zu erkennen. Also verschiedene Übungen mit dem Sling-Trainer wurden festgelegt, durchgeführt, sind hier auf der einen Seite bezeichnet. Hier sehen Sie, da können Sie ahnen, sage ich mal, die Bilder. Also alles, was man so mit dem TRX sozusagen oder dem Sling-Trainer anstellen kann, was mit Wurf zu tun hat, wurde absolviert, zusätzlich mit EMS. Dasselbe mit TRX, mit Theraband, dann mit dem Medizinball und noch eine Zahl von spezifischen Übungen, die sich die Trainer ausgedacht haben. Das heißt also, es wurde auch ein spezifischer Übungskatalog festgelegt. Nochmal, das hat jetzt mit dem Breitensport wenig zu tun. Nur so funktioniert Leistungssport. Was gibt es an aktuellen Tools? Wie kann man die zusammenbringen? Wie viel Masse nimmt man etc.? Und wir können als Fazit ziehen, dass wir keine negativen Beeinträchtigungen hatten in dieser Studie. Wir hatten Steigerung der Abwurfgeschwindigkeit. Es waren hochrangige Kaderathletinnen und wir haben definitiv ein recht hohes Verbesserungspotenzial durch die Integration von GK-EMS. Kommen wir jetzt noch zu einem Punkt, der mir wichtig ist, auch zu einem Ausblick. Ich habe Diskussion und Fazit deswegen ein bisschen zusammengebracht. Es gab eine Studie von meinem Kollegen, auch ein BIS-Projekt, ist aber nicht aus dem Hochleistungssport, sondern wurde mit Sportstudenten durchgeführt. Das sind praktisch unsere Versuchskaninchen, bevor wir in den Hochleistungssport gehen, damit wir da die aus den Fehlern lernen. Was haben wir mit denen gemacht? Wir haben alles Mögliche untersucht. Wir haben auch eine Leistungsdiagnostik in der Kraft gemacht, die sehen Sie hier. Wir haben uns akute Anpassungsreaktionen angeschaut. Ich will Ihnen aber die Studie gar nicht im Detail vorstellen, sondern wir haben zwei Gruppen gehabt. Eine Gruppe, die hat ein ganz normales Krafttraining gemacht und dieses Krafttraining ist im Bereich des 10er Repetition Maximums abgelaufen. Also nach 10er Maximum, nach 10 Wiederholungen geht nichts mehr, auf Deutsch gesagt. Also sehr intensiv. Und wir haben dann dieses Training praktisch wiederholt mit EMS. So, also im Prinzip kann man sagen, Krafttraining plus EMS dazu mit, wie Sie sehen, wieder ein klassisches Design. Ich fasse die Ergebnisse zusammen und die sind so ein bisschen richtungsführend. Wir konnten weder im metabolischen noch im hormonellen andere Adaptationen feststellen, also keine signifikanten Effekte. Wir haben eine zusätzlich geringe Aktivierung durch EMS feststellen können. Wir haben verlängerte Regenerationszeiten. Heißt also, wenn ich einen hochintensiven mechanischen Reiz habe und setze dann noch EMS drauf, dann ist das nicht unbedingt weiterführend. Das heißt, der eine Reiz hebt den anderen quasi auf. EMS sollte man, können wir jetzt weitergeben, eher nutzen, dass wir EMS die Arbeit machen lassen und nicht das Mechanische in den Vordergrund stellen. Ja? Also das können wir auch für Hochleistungssportler gerade nicht empfehlen, die am, sozusagen am Limit trainieren, dass wir dann nochmal einen draufhauen, ist wirklich keine gute, aus unserer Sicht keine gute Idee, sondern wir müssen sehen, dass wir uns überlegen, wo können wir jetzt sinnvolle Reize setzen und die würde ich jetzt im Ausblick hier sehen wollen. Einerseits natürlich sportmotorische Bewegungsleistung im Hochleistungssport fördern, ohne große Gewichte. Vielleicht Ganzkörper-EMS zu Transferaufgaben wie Sprints, Sprünge mit EMS durchführen, haben wir auch schon gesehen teilweise. Besonders gut wirkt Elektrostimulation in allen unseren Untersuchungen auf die Hamstrings, also auf die Beinbeugemuskulatur. Das ist natürlich eine verletzungsrelevante Region. Dafür kann man EMS hervorragend nutzen.
Dynamisches Training mit EMS als alternative Lösungsmöglichkeit. Wir haben ähnliche Anpassungen, brauchen keine großen Gewichte, haben vielleicht verkürzte Regenerationszeiten dadurch. Die Limitation, die wir sehen, eigentlich wissen wir nicht so genau, wie die Intensitätssteuerung im EMS ist. Wir haben unser 4-4-Design, unsere 85 Hertz und Schnellkraftdesign, was wir häufig verwenden, was gut ist. Ja? Um das zu lösen, Ausblick 1, das ist das neue bewilligte Projekt vom Bundesinstitut. Da untersuchen wir die Evaluation der Einsatzmöglichkeiten von Ganzkörper-EMS in der Periodisierung des Hochleistungstrainings. Also von der Struktur der Einzelwiederholung bis zur phasenspezifischen Belastungskonstellation im Wettkampfjahr. Also mal gucken, was liefern unterschiedliche Designs. Das können ja auch mal 50 Hertz sein, etc. Bis hin zur Implementierung dann in den Hochleistungssport, dass wir da ein bisschen präziser werden können. Ja, das ist das Projekt, was wir dieses Jahr haben. Und die letzte Folie, Ausblick 2, hat jetzt mit dem Hochleistungssport indirekt etwas zu tun. Wenn jetzt denken, okay, Flughafen, Feuerwehr, Hochleistungssport passt nicht ganz. Wenn ich Ihnen sage, dass die ungefähr 70% ihres Körpergewichtes an Zusatzlast haben, 50 Kilo Tragekörbe, dann Atemschutz, Maske, Helm, alles Mögliche, was sie brauchen, also sehr schwer arbeiten müssen und wir den Auftrag haben, die über ihre Lebensspanne oder Berufsspanne, sage ich besser, fit zu halten, dann ist natürlich auch interessant, EMS dort einzubringen. Und das wird eines der nächsten Projekte sein, also einerseits der Leistungssport und andererseits so ein Projekt, wo im Berufsfeld leistungssportlich gearbeitet wird. Ja, das ist, wie gesagt, das nächste Projekt, die nächsten Projekte, die wir anstehen und dann noch hier, können Sie eben schnell durchlesen, die Literaturliste. Und damit wäre ich dann am Ende. Vielen Dank. Ja. Dankeschön für diese doch wahnsinnig weitreichende erste Einblick ins EMS-Training. Da sind schon viele Sachen drin, wo man, glaube ich, auch einhaken könnte. Vielleicht haben Sie Fragen, die Sie ganz konkret jetzt und in diesem Moment an unseren Experten stellen wollen, weil da hat er natürlich schon eine sehr spezielle Fachkompetenz und er ist nur jetzt quasi für Sie nochmal für Fragen zu erreichbar. Nachher noch im Anschluss draußen am Tisch, falls noch jemand in ein paar Minuten eine Frage einstellt, wo er sagt, Mensch, hätte ich doch gerne, aber ja, jetzt interessiert es vielleicht noch ein paar mehr. Ja, klar. Ja, Sie haben gerade gesagt, dass die Intensität um 70% der Schmerztoleranz ist. Wie wird das festgestellt? Auch wirklich Borg-Skala oder ist das andere? Borg-Skala ist relativ schwer, gebe ich Ihnen recht. Man geht über das MVC und man nimmt die Borg-Skala dazu, um die, ich sag mal, abzuschätzen. Ja, das ist immer nur so eine Sache, die nicht ganz einfach ist. In jeder internationalen Publikation werden Sie danach gefragt, deswegen macht man es überhaupt. Aber ich sage Ihnen, im Krafttraining ist es ja auch so. Also der 100%-Wert der Maximalkraft, der schwankt von Tag zu Tag um die 20%. Wenn ich sie jetzt heute hier messen würde für irgendeine Muskelgruppe und dann eine Stunde später, wäre da schon ein Unterschied festzustellen. Natürlich auch in Abhängigkeit, wie genau Sie die Wiederholung reproduzieren können. Also es ist nicht einfach, aber es muss einfach für internationale Veröffentlichungen gemacht werden. Noch eine Frage? Ja. Vorhin gab es einzelne Ausreißer in Ihrer Studie, ja, auch in der MS-Gruppe, die, ja, über die Leistung verschlechtert hat. Ja. Wie erklären Sie sowas? Ist es einfach nur ein individueller Fall, jemand, der übertrainiert hat? Oder? Also stellen Sie sich, also ich bin dankbar für die Frage, es ist eine sehr schöne Frage. Sie ist extrem wichtig. Wir müssen uns eins vorstellen. Wir nehmen immer den Reiz EMS beispielsweise. Ja, und der kommt auf ein hochkomplexes Gebilde. Sagen wir mal, wenn das jetzt ein Freizeitsportler ist, der zweimal oder einmal pro Woche Sport macht, gibt es kein Problem. Aber Sie haben ja schon Athleten, also wenn wir jetzt den Olympiakader nehmen, die machen ja 20, 25, 30 Stunden Sport. Und da kann natürlich EMS, wenn es zu intensiv appliziert wird, negativ sein. Wir haben bei den Werfern das so hingedreht, dass die wirklich einmal pro Woche das gemacht haben. Ja, einmal pro Woche, einfach um sicher zu gehen, dass wir die nicht überziehen. Und selbst dann habe ich natürlich Fälle, wo das schiefgehen kann. Also wenn ich EMS in Leistungssport einbringe und nutze das intensiv, muss ich tatsächlich hingehen und sehr wachsam sein, ein Belastungsmonitoring machen, um festzustellen, wann wird es zu viel, wann wird es zu wenig. Ich könnte auch, wir haben viele andere Studien gemacht, wir könnten auch 3 Tage später, wenn die sich mal ausgeruht haben, messen, wir würden ganz andere Werte bekommen. Also das ist so eine Momentaufnahme und stellen Sie sich bitte vor,
Ein Leistungssportler, der ist am Limit und wenn ich das Limit überziehe, dann bricht das System temporär kurz zusammen. Und das ist halt beim Leistungssportler viel wahrscheinlicher als beim Freizeitbreitensportler, der von einem Personal Trainer dann noch durch das EMS-Training geführt wird. Ja? Also es ist ein intensiver Reiz, da kommen noch die... Das Problem bei Leistungssportlern ist natürlich auch, die gehen hin, die haben ihre normale Belastung und da wollen die ja keinen Millimeter von abgeben. Das kommt ja noch dazu. Also man muss immer sehen, dass man vielleicht auch ein bisschen mechanische Stimulation, also Gewichttraining rausnimmt und EMS dann einbringt. Aber das schaffen manche nicht vom Kopf her. Und das ist sehr einfach zu erklären dann, wenn man solche Einzelfälle sieht. Die kann man mit den Athleten auch dann besprechen und das entsprechend justieren. Aber das war jetzt gar nicht die Zielstellung, wollte Ihnen einfach zeigen, so sieht es in der Praxis aus. Klar kriege ich dann Mittelwert hin, aber dann habe ich natürlich auch eine riesige Standardabweichung und die kann man in Einzelfällen dann sehr gut nachvollziehen. Ja, und es liegt an der engen Anpassungsreserve. Ja, sehr gerne. Bitte. Wurde das Training dann auch mit... Ist schon an? Ja. Wurde das Training dann mit diesen Athleten, die dann so oder so schon 20... oder gar mehr Stunden trainiert haben, zu dem Training impliziert ganz einfach oder wurde dann dementsprechend was von, natürlich ein bisschen was von ihrer Trainingszeit irgendwie weggenommen, um dann dementsprechend auch noch die Regeneration eigentlich denen zu geben? Ja, muss ich Ihnen ganz ehrlich antworten, es wurde ein Belastungsmonitoring durchgeführt, ich habe das hier nicht groß präsentiert und es wurde in Abhängigkeit davon teilweise was weggenommen vom normalen Training. Ja, wir haben uns also wirklich... was aus meiner Sicht auch richtig ist, was für Studien vielleicht ungewöhnlich ist, am Kunden, in dem Falle am Athleten orientiert, ganz eng. Und das Belastungsmonitoring rausgegeben hat, meinetwegen CK-Werte riesig hoch, dann wurde weniger gemacht. Ja. Und wenn das Nicht-Athleten sind, wenn das jetzt nur... Ja. Okay. Und wenn es jetzt Nicht-Athleten betrifft, ganz normale Menschen, die zweimal... so Fitness machen oder Yoga, ja. Also abwechselnde Trainings und ja. Wo, wie integriert man dann EMS am besten? Also das nimmt nie, also nimmt dann Leistungen. Ich mache zum Beispiel dann gezielt für mich Training, ja. Also ich bin Privatnutzer vom EMS. Ja. Ich mache mir Yoga für die Beweglichkeit, ich mache mir Krafttraining und EMS würde ich wahrscheinlich einfach mein Krafttraining mir wünschen, ja, dadurch zu verbessern. Trifft das mich jetzt nicht, diese alle Leistungsfaktoren? Sie wollen Ihr Krafttraining verbessern. Ja. EMS hat ja ganz klare Potenziale, die anders sind als beim mechanischen Training. Sie haben also weniger Belastung auf den passiven Strukturen, das ist ja schon mal ein Vorteil. Sie kommen an verschiedene Muskelfasern ran. Sie kommen in tiefer in bestimmte Regionen des Körpers. Ich denke gerade jetzt mal an Bauchrücken, was interessant ist. Wichtig grundsätzlich ist dabei, wenn Sie jetzt für sich das Training planen, dass Sie Ihr Wohlbefinden in den Mittelpunkt stellen, beziehungsweise das Ihrer Kunden. Denn funktionales Training heißt, der Reiz wird angepasst an das Belastungsempfinden, beziehungsweise an die Belastungstoleranz des Kunden. Was hat der für ein Leistungsniveau? Und da macht es keinen Sinn, den Regler aufzudrehen und bis zum Maximum zu gehen, sondern das Gegenteil ist der Fall, ja, wenn ein Leistungssportler ein sehr gutes Körperempfinden, Körperwahrnehmung, das werden Sie auch haben als erfahrene Sportlerin, wenn Sie einen unerfahrenen Kunden kriegen, das Gegenteil der Fall. Der hat kein richtiges Befinden, deswegen muss man da vorsichtig vorgehen, also dosiert arbeiten. Und ich würde immer sagen, ein EMS-Training bleibt dann funktional, wenn Sie den Kunden in den Mittelpunkt stellen, submaximal arbeiten, Sie können mit einmal pro Woche anfangen, können es auch dabei belassen, bei den Athleten haben wir tatsächlich nur einmal pro Woche trainiert. Theoretisch könnten Sie auch zweimal trainieren, was die Studien hergeben, müssen Sie aber nicht. Und dementsprechend würde ich das Training so aufbauen, dass Sie wirklich die Effekte, die EMS bietet, abwarten und nicht draufschlagen von vornherein, jemanden platt machen. Das hat mit Training nichts zu tun. Training ist ein systematischer Reiz, der ist kundenbezogen und dementsprechend würde ich sagen, submaximal einsteigen. Sie sehen dann die positiven Effekte und dann können Sie die Intensität ein bisschen steigern und so weiter und so fort. Das wäre der Angang. Der ist im Leistungssport, sagen wir, im
wie soll ich es formulieren, für den Breitensport ist er deutlich breiter möglich. Ob sie da mit 50 Hertz, 60, 70, 80 trainieren, ist ähnlich wie im Krafttraining. Ob sie lieber mit 30% Kraftausdauer machen oder mit 70% Hypertrophie, Maximalkraft wird sich verbessern, die Hauptparameter. Ja. Also, danke, das wollte ich wissen. Danke. Gut. Ja. Ich wollte nur sicher gehen, ob ich Ihre Schlussfolgerung vorhin richtig verstanden habe, was die Tests bei Wurf anbelangten. Kann man also sagen, dass wenn ich EMS Reiz mit viel Gewicht oder Krafttraining verbinde, dass die Resultate nicht so gut sind, sondern dass es besser wäre. Das heißt, Sie brauchen es nicht. Ja, okay. Heißt auf Deutsch gesagt, Sie könnten natürlich beides nutzen, da ist nichts gegen anzuwenden, aber dann trennen Sie es bitte. Eine Einheit Kraft mechanisch, ja, mit Hanteln oder Maschinen, was auch immer, und die andere Einheit dann EMS. Aber das beides zusammenzubringen, beides hochintensiv, bringt Ihnen längere Regenerationszeiten und keine zusätzlichen Effekte, mal ganz hart formuliert. Ja, also die Kombination ist nicht sehr günstig, weil die Reize sich dann nicht mehr ergänzen, sondern im Prinzip Mechanik dominant wird und EMS dann noch einen draufsetzt, dass sie längere Regenerationszeiten haben. Vielleicht im Langzeit, wenn sie Langzeit gucken würden, mag es mal dienen als so ein, ich sag mal, wie soll man sagen, so ein ganz harter Angang, um mal eine Leistung noch irgendwo hinzusteigern. Aber das lassen wir mal schön hier in dem Klientel außen vor. Das ist also sehr eingeschränkt in der Anwendung. Würde ich nicht empfehlen, ja. Ist interessant und Zeugnis meinerseits, weil ich lebe in Frankreich, ich habe EMS-Studios in Frankreich und es ist noch ein ganz junger Markt. Ja. Und was Sie gerade gesagt haben, ist da eben noch nicht verstanden. Ne? Die meisten Sportcoaches, die machen genau das. Wir tendieren ja dazu, dass wir immer versuchen, ein Training intensiver zu machen und wir meinen dann, die Effekte sind umso besser. Was wir da übersehen ist, wenn wir das intensiver machen, da bin ich ja absolut dafür, um Gottes Willen, nicht falsch verstehen, aber dann sollten wir es auch intelligent machen. Und wir müssen nicht auf das System draufhauen und dann gucken, jetzt ist jemand völlig platt. Vielleicht sagt er dann noch, das ist ja auch so ein Gedanke der Jetztzeit, oh, High Intensity, klasse, jetzt bin ich völlig platt, das war ein Training. Das kann man einmal machen, wenn der Kunde einigermaßen weit fortgeschritten ist, dann kann man sowas mal machen, aber das ist nicht ein gesundheitsorientiertes Training. Absolut nicht. Auch nicht mal fitnessorientiert. Das ist ein Sonderfall, das kann man mal, um die Leistung anzuheben, im Einzelfall machen, dann einen Repeated Boot-Effekt ausnutzen. Sowas gibt es, aber um Gottes Willen nicht für den Otto-Normalverbraucher-Kunden. Will ich nicht machen. Gehen Sie nur Risiko. Nein. Gut. Ja. Entschuldigung, jetzt bin ich ein bisschen so unprofessionell. Ich muss diese Fragen trotzdem stellen. Klar. Meinen Sie damit, dass ich war auch mehrmals im MS-Studio und mir wurde immer vom Trainer gesagt, gib alles. Also ich wurde immer an die Grenze gebracht. Ja. Mein Bauchgefühl, da ich immer privat Sport trainiere, hat mir gesagt, dass er leitet mich zu Verletzungen. Also ich mache das, was meinem Körper nicht gut tut. Also zurück zu dem Bauchgefühl aus der Erfahrung. Also das heißt, an der Grenze zu trainieren, sagen unsere deutschen Studios, 90% ist es falsch. Sie brauchen es nicht zu tun, warum? Also die machen mich völlig fertig da vor dem Gerät, nein. Also wortwörtlich. Nein. Das ist dann nicht richtig. Jedes Training am Anschlag hat halt bestimmte Risiken. Und das würde ich definitiv, wenn es um den Gesundheitsgedanken geht, nicht machen. Also ich würde nicht, man kann mal, wenn jemand sehr erfahren ist, mal an den Anschlag gehen. Es ist ja in Ordnung. Aber die Grundregel ist, das ist völlig überflüssig. Das sollte eine gewisse Intensität sein. Wir haben ja deswegen auch eine Borg-Skala. Aber wenn ich immer bei 20 bin, all out, ja, dann produziere ich Gefahr auf der einen Seite und auf der anderen Seite längere Regenerationszeiten. Das ist so für mich ein Ableger davon, man sagt sich, man trainiert einmal pro Woche und dann haue ich alles rein, was da geht. Das ist eine Missinterpretation. Na, danke. Ja? Okay, gerne. Heinz, vielen Dank, war super. Ich habe jetzt noch eine Frage. Wie hoch siehst du die Gefahr, dass man, wenn man solche Dinge eben nicht weiß, als Trainer, als derjenige, der das macht, dass man Leute überpaced? Das war ja erst neulich ein Bericht im WDR, da ging es ja auch drum, um so Sachen. Ja. Wie sieht es denn da aus? Weil sie ja auch gerade überrascht gesagt hat, wie sieht es da aus?
Also ich sehe das aus zweierlei Perspektive. Die erste Perspektive ist, wir haben hier einen Reiz, der sehr gut untersucht ist, weil er aus der Reha kommt. Ja, wir haben jetzt eine neue Organisationsform geschaffen, das heißt hier die Hersteller, das heißt also Ganzkörper-EMS. Das ist natürlich ein intensiver Angang per se, weil es Ganzkörper ist. So, und wenn ich jetzt über PES, also mal in diesen Bereich reingehe, und Sie dürfen mir glauben, unsere Sportstudenten tendieren dazu, erstmal festzustellen, was kann das Gerät und wer hält am meisten aus. Ja, das ist völlig normal, das hatten wir auch in einer Studie mit den Wasserwallern, die haben dann riesige CK-Werte gehabt. Da ist niemandem etwas passiert. Aber das hat ja nicht mit dem Training etwas zu tun, sondern das ist halt eine Sache, da teste ich meine Belastungstoleranz, werde auch irgendeine Verbesserung haben, gar keine Frage, aber völlig überflüssig für den Breitensport. Von der Gefahr her ist dann eine Gefahr gegeben, wenn ich Leute habe, die irgendwelche Vorschädigungen haben. Man weiß ja nicht unbedingt, wer ins Studio kommt, wer vielleicht ein bisschen viel trinkt, wer vielleicht andere Risikofaktoren mit sich trägt. Und wenn ich dann ein System an die Grenze bringe, dann kann natürlich was passieren. Aber das würde man auch in jedem normalen Sport nicht machen. Ja, ich würde auch nicht mit jemandem, der einen Infekt hat, auf die 400-Meter-Bahn gehen und dann 5x 400 Meter laufen. Also das verbietet sich, ist obsolet. Aber von der Grundausstattung her ist es nicht erforderlich, in den maximalen Bereich bei EMS zu gehen. Es wird beim Gesunden nichts passieren, außer Muskelkater. Es gibt immer ein paar Ausreißer. Das finden wir dann in überzogener Form in der Presse, ja, dass dann irgendwelche Nierenschäden oder sonst was auftreten. Wir machen seit 15 Jahren EMS an der Sporthochschule, mit Sicherheit anfangs in Formen, die nicht dem entsprechen, was ich jetzt sage, sondern viel zu intensiv. Teilweise, wir haben mit 45 Minuten Training angefangen. Ja, danach konnten die Leute nicht mehr gehen, da ging gar nichts mehr. Ja, ist aber nie irgendetwas passiert deswegen. Ja, aber es, wie gesagt, wenn halt Risikopotenzial kommt ins Studio, das wissen sie nicht unbedingt, und dann voll draufgeschlagen wird, ohne Sinn und Verstand, dann hat das, ist das letztendlich, würde es mit einem Wort zusammenfassen, ein völlig unfunktionales Training. Ja. Wie auch immer. Meine Frage, wir bei uns haben gerade die Problematik über die Kontraindikatoren für EMS-Training. Ja. Und sprechen gerade über Diabetes. Und gerade bei Diabetes ist es für uns schwierig zu regulieren, beziehungsweise schwierig festzustellen, okay, Typ 1, Typ 2, spritzt regelmäßig, spritzt bei Bedarf. Wie sehen Sie das? Wie würden Sie Diabetiker trainieren? Wir haben das im Roundtable besprochen. Das heißt, unter den ganzen Experten, da gab es unterschiedliche Meinungen. Der Arzt war durchaus der Meinung, dass man Diabetes hervorragend damit sogar behandeln könnte. Der Punkt ist, ich würde dem zustimmen, ich würde auf der anderen Seite aber einschränkend sagen, wenn man so etwas macht, egal welches Risikopotenzial das ist, dann ist es manchmal etwas schwierig, wenn das die 9,17 Euro Kraft macht, also Mindestlohnkraft. Deswegen wird das teilweise, würde ich sagen, von den Kontraindikationen eher so interpretiert, dass man das nicht haben will. Machbar ist das. Sie brauchen dann halt Trainer, die sich genau damit auskennen, beziehungsweise dann im Ernstfall, falls etwas passiert, eingreifen können. Ja? Und entsprechend natürlich die Absicherung, das ist ebenfalls klar. Aber in erster Linie, sage ich Ihnen ganz ehrlich, wenn Sie solche Fälle, und ich habe mit allen möglichen Risikogruppen schon gearbeitet, kann ich Ihnen nur sagen, das muss man sehr vorsichtig angehen, man muss den Notfallplan haben und man muss die Bereitwilligkeit haben, solche Kunden anzunehmen. Und wenn ich ein Studio wäre, was eben, ich sag mal, sehr breitensportlich, aber ohne größere Kompetenz aufgestellt ist in diese ärztliche Richtung, dann würde ich es mir gut überlegen, ob ich das mache. Ja. Danke. Also noch eine kurze Nachfrage. Nach ärztlicher Freigabe? Können Sie machen, ja. Auf jeden Fall. Die würde ich mir auf jeden Fall einholen. Und es spricht auch nichts dagegen, das zu tun. Auch ohne das, aber ich würde es nicht machen. Ich würde mir die ärztliche Freigabe holen und ich würde dafür Sorge tragen, dass mit diesem Kunden ein entsprechendes Programm ausgearbeitet wird. Einfach, um, wenn etwas passiert, nachweisen zu können, auch ich habe alles getan, ich habe mich darum bemüht, ich wusste Bescheid. Wenn dann was schief geht, dann ist das so. Aber genau da wird ja danach geforscht, wenn etwas passiert. Genau wie die ganzen Forschungen, wie sind die Kreatinkinase-Werte, wenn jemand da
Probleme hat mit der Niere, mit der Leber, mit was auch immer. Gerne. Ich glaube, eine Frage haben wir noch. Da ist schon der nächste oder übernächste Referent, der von Referent zu Referent quasi eine Frage hat. Genau, es ist eher eine Anmerkung. Ich war derjenige, der gesagt hat, mach doch, was soll da denn schon passieren bei dem Diabetes? Genau. Und es gibt Instrumente, mit denen man den Blutzucker live überwachen kann. Die haben dann so einen Clip auf der Haut sitzen und die kann man auf der Uhr, auf dem iPhone, wie auch immer, live abfragen. Und so kann man den Blutzucker auch während des Trainings monitoren. Der Typ-1-Diabetiker, der wird sich ohnehin ziemlich genau kennen, weil der kennt das ja seit frühester Kindheit. Der weiß, was er trainieren darf, der weiß, wann er essen, wann er trinken, wann er spritzen muss. Das ist überhaupt gar kein Problem für den in aller Regel. Und im Kern ist es so, die kippen ja auch nicht einfach um und sind dann weg. Also insofern ist das Angstpotenzial meiner Meinung nach da völlig überzogen. Wenn man, und da muss ich klar recht geben, wenn man natürlich weiß, wie es weitergeht. Das bedeutet, wenn es dem nicht gut geht, dann muss man halt den Zucker messen. Und dann muss er im Zweifel was zu essen bekommen, weil in der Regel wird der Zucker zu niedrig sein. Das zu hoch wird man eher am Training nicht merken, beziehungsweise wird sich das Training nicht negativ auswirken. Ja, also wenn man auf Nummer sicher gehen will, wird man sich entweder, wie schon gesagt, mit einem gut ausgebildeten Trainer bestücken und auf der anderen Seite ein Monitoring über diese Blutzucker-Devices machen und dann sollte da eigentlich nichts passieren. Ja? Und die Typ-2-Diabetiker, sagen wir mal so, die ihren Zucker nicht im Griff haben, die werden selten in ein EMS-Studio kommen. Ja. Ja, weil die haben einfach ein Problem mit Bewegung ganz oft. Ja? Der Zucker würde, wenn die sich regelmäßig bewegen, in aller Regel nicht da sein, wo er ist. Es gibt natürlich auch davon Ausnahmen. Dr. Bernd Kämmerer, der übernächste Referent. Dankeschön schon mal für diese Einlassung. Vielen Dank, Dr. Kleinöder. Sie sind noch nicht auf der Flucht. Bitte Ihr Applaus.